Herzlich willkommen zurück zu Canon New Super Mario Bros. Dieser Titel, der passt, der ist so schwer, der geht nicht so locker flockig wie andere Titel. Welt 5 Kanone. Auch ein Level, mal wieder. Ich find's auch schön, dass die Level alle ihr Theme beibehalten. Okay, und hier wiederholt sich die Musik mal ausnahmsweise. Das erste Mal, glaube ich. Finde ich aber gar nicht so tragisch, weil der Hack an sich sonst sehr stimmig ist. So. Jetzt habe ich es dem Hack gegeben. Also den anderen Hacks. Ich hoffe, die Vögel kommen nicht zurück. Ich hasse diese Stampferattacke. Kurz mal in eine falsche Richtung gedrückt und die reagiert. Egal, nochmal. Den Pilz möchte ich haben. So. Welt 5, Kanone. Und Auto, geh aus. Hallo, da draußen. Ich hoffe, ihr hört das nicht so laut. Och, Autos, ich hasse sie. Selber eins fahren, aber sagen, ich hasse Autos. Ja, ist okay. Da war eine Ranke. Habe ich gar nicht gesehen. Ich gar nicht realisiert. So. Ich möchte darüber. Wunderbar. Was ist das denn? Wie cool ist das denn bitte gemacht? Das habe ich auch noch nie gesehen. Gehen die alle kaputt? Tatsächlich. Und da ist ein Leben drin. Schön. Da wäre rechts noch ein Secret gewesen. Zu einer Münze oder so, denke ich mal. Huch, Standardmusik. Was ist los? Warum? Welt 8, Kanone. Okay. Jetzt kommen wir in Welt 8. So schnell waren wir auch noch nie in Welt 8. Im dritten Part. Huch, da ist eine Minikanone. Sind das Gimmicks? Ist das immer so in dem Spiel? Frage? Zeichen? Antwortet. Jetzt bin ich gespannt, wie viele Level es noch gibt oder ob wir noch oben bis zum Endschloss kommen. Wäre natürlich awesome, wenn der Hack da oben in einem Endschloss abgeschlossen werden wollen würden, tun. Speichern. Oh, haben wir bei der ersten Kanone auch gespeichert. Dann habe ich in dem einen Part ja Schwachsinn gelabert. Von wegen erstes Mal speichern. Weiß ich nicht mehr. Egal. Welt 8.1. Okay. Wir sind in Welt 8. Und wie es sich für Welt 8 gehört, haben wir hier Vulkane. Vulkane, ist das die Mehrzahl? Und Meteoriten, die vom Himmel klatschen. Ist das nicht schön? So, und was ist da drin? Eine Geheimröhre. Okay, gehen wir rein. Was gibt's denn hier? Die Musik ist schön. Ist da ein Leben drin? Oder was ist hier drin? Leben. Okay, nehme ich mit. Gratis Leben. Obwohl ich in dem Hack ja nicht so die Leben brauche. Weil der Hack fair ist. Fairness. Geh die Dinger runter. Oh. Mach doch nicht so einen Mist. Ich hasse die Kometen übrigens. Vor allem habe ich diese Level ja so oft gespielt, weil die Hexe immer so weit ging. Nicht, dass ich auch voll Erfahrung habe mit diesen Kometen. Oh. Genau sowas. Ich krieg alle. Was hast du? Wunderbar. Gib mir das. Oh, gib mir das Power-Up. Dankeschön. Free Flughelm. Was sind das für Dinger? Kann ich da drauf stehen? Ja, ne? Möchte ich aber, glaube ich, gerade gar nicht. So. Geht weg. Wieso macht er mir den Coinblock kaputt? Ist der denn des Wahnsinns? So. Des Wahnsinns fette Beute. Nee. Flughelm. Ich kann nicht, muss da drauf stehen können. Ja, gut. Sonst wäre diese Stelle unmöglich ohne Flughelm. Du gehst runter oder was? Nein? Okay. 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 Mit Flughelm ist das echt easy. Okay. Ich gehe einfach rüber. Passiert schon nichts. Oh Gott. Nein! Da fällt es runter. Schon wieder eine Geheimröhre? Ist da wieder ein Leben drin? Kann ich nicht rein. Okay. Dann ist es nur eine Trollröhre. Von wegen Trollolol. Hier könnte was drin sein, ist aber nicht. So, was ist hier drin? Kein Power-Up. Jetzt möchte ich bitte die Blume haben, die mir vorhin die ganze Zeit angeboten wurde und ich sie nicht angenommen habe. Das wäre sehr nett. Was ist hier links? Ein Springboard. Moment. Wie kriege ich das denn hier runter überhaupt? Ah, so, okay. Muss man auch so ein bisschen tricky sein. Okay, wie kriege ich dich? Moment. So. Leben. Ach, okay. Mit Springboard das Leben verkackt. Wunderbar. Gut. Es wird draußen windig.
hoffe, man hört das nicht so. Bitte nicht. Ah, ich hoffe, das Spiel-Sound überdeckt das ein bisschen. Ansonsten entschuldigt euch mich. Da entschuldige ich mich dafür. Bei dir. Genau dir. Ja, du, der da gerade zuschaut. So, this level has only one exit. Dankeschön für die nette Info. Das... Ich wollte gerade sagen, ist das nicht dieser gefährliche Giftdampf? Das ist natürlich jetzt blöde. Hier wäre dann der Flughelm sehr nutzlos. Glaube ich, dass der das ist. Boah, schön. Das erinnert mich jetzt sehr an die New Super Mario. An die Super Mario Bros. Welten damals, die auch Lava hatten oder so. Und es wird draußen gerade extrem windig. Ich hoffe echt, dass das nicht zu laut wird. Aber es kommt ein frisches Lüftchen in mein Zimmer. Hm. What the fuck? Okay. Da hätte ich mich, glaube ich, retten können, aber... Ich habe mich schnell genug geschaltet. Ah, wie schnell kommt ihr denn bitte? Nee, 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 die hole ich mal nicht da unten, die Münze. Das ist mir ja... Das ist mir zu kritisch, du. So, Checkpoint. Unten wird ein Power-Up drin sein. Oh, war das ein stylischer Checkpoint-Sprung? Sag doch mal. So. Ha, ha, und... Ha, oh Gott, der war cool. Durch die Münzen wusste ich jetzt auch, dass dieser Sprung machbar ist. Ich weiß nicht warum. Ich habe den Münzen vertraut. Nein. Okay, ich gehe in die Röhre. Schau mal in die Röhre. In die Röhre. Ich werde hochgeschossen. Okay, wo komme ich denn jetzt hin? Komme ich wieder raus? War das jetzt etwa Multiple-Choice-Level? Du kannst hier lang oder hier lang? Und noch eins. Ah ne, es war einfach nur eine Abkürzung mit anschließendem Power-Up. Und abwärts. Ich hoffe, dass es eine Abkürzung war. Nicht wirklich. Aber ich habe ein Power-Up. Sowas ist super genial. Warum sowas nicht öfter in den Hex kommt? Kommt hier so ein Riesen-Rolli? Rolli, Rolli? Oder muss ich... Moment. Kommt hier gleich so Indiana Jones-Style und ich... Achso, nein. Die Wand wurde zugemacht und ich kann hier... Oder was? Oder wie? Oder was? Hä? Ah, sterbe ich jetzt? Geh weiter. Die Dinger gehen normalerweise runter. Ich dachte schon. Ah, ich hab ein bisschen Angst gekriegt jetzt. So. Welt 8. 3. Oh. Wir überspringen das Schloss, so wie es aussieht. Gut. Vielleicht endet der Hack wirklich im letzten Schloss. Das wäre natürlich sehr awesome. Das würde ich sehr begrüßen. So, ohne Mist. Und der Wind draußen nervt mich gerade ein bisschen. Oh Gott, das geht sehr hoch. Kann ich da? Nein, kann ich nicht. Okay. Kann ich hier rüber, darüber? Und es wird eine wilde Zugfahrt. Einen Moment bitte. So, ich habe die Fenster, das eine Fenster dann zumindest doch mal geschlossen. Weil mir das mit dem Wind... Oh, doch ein bisschen laut wurde. Kann ich die abfackeln? Oh Gott. Das ist aber auch wieder cool gemacht jetzt. Oh Gott. Nein. Und das ist fair. Das ist fair, Mann. Ich kann es immer nur wiederholen. So. Und da rein. Und es hat Struktur. Und wieder ein Höhenlevel. Aber wieder mit Zugfahrt. Und Feuerblume. Und da man die Fuzzies mit der Feuerblume abschießen kann, ist das auch nicht zu schwer. Ach, das ist wunderbar. Schieß einfach mal ein paar Mal. Oh Gott. Einfach stehen bleiben. Und dann nicht. Oh, ist das cool. Oh. Hui. Und abwärts. Eine wilde Fahrt vorwärts. Aber runter. Oh Gott. Oh Gott. Oh, wie's. Ich finde das Level gerade extrem cool. Okay. Das erinnert mich ein bisschen an Donkey Kong. Ah, da war ich jetzt mutig, muss ich gestehen. Gib mir die Münzen. So. Oh Gott, oh Gott. Okay, das war gemein. Aber kann man schaffen. Ich war nicht drauf vorbereitet. Oh fuck. So. Coole Sache. Kriege ich noch? Nein, ich kriege keine... Oder? Doch, kriege ich noch ein Leben zusammen, oder? Nein, eine Münze fehlt. Gib mir noch eine Münze. Verdammt. Schade. Egal. Ach, da kriege ich sie ja. Und hier ist erst ein Checkpoint. Cool, nehmen wir mit. Sind wir schon mal sicher? So. Power up. Dankeschön. Und los. Und schrei. Nicht? Doch, jetzt. Okay, der war gemein. Ich glaube, der war falsch getimed von mir. Weil ich so lange am Anfang rumgedödelt bin.
So. Oh Gott. Gut. Ja, die sind nämlich alle an sich getimed. Das passt alles vom Sprung her. Und am Anfang bin ich zu lange rumgedödelt. Da hat das nicht gepasst. Nicht ducken, wenn man auf diesem Ding steht übrigens. Das weiß ich eigentlich, aber ich habe es gerade nochmal irgendwie ausprobieren wollen. Ich dachte jetzt, ich müsste mich beeilen. Da hätte ich ja jetzt verloren. So. Aber nein, es gibt einen neuen Zug. Ich finde das Level, obwohl es gerade sehr linear ist, sehr cool. Kann ich nur wiederholen. Ich wiederhole mich in diesem Heck sowieso nur. Oh Gott, spannende Abfahrt. Das ist wie auf einer echten Achterbahn. Oh. Ui. Oh Gott. Und reicht das vom... Ja, es reicht. Super. Schön. Wunderbar. Wo kommen wir jetzt hin? Wir kommen hoch bis zum Schloss. Ay, caramba, also bis zum Luftschiff. Ist ja kein Schloss oben. Das scheint schon das letzte Level des Hecks zu sein. Würde ich mal so behaupten. Würde ich jetzt nicht begrüßen, weil der Heck echt schön ist. Und wirklich nur was Kleines zwischendurch war. Aber ich bin gespannt. Ein Luftschiff. Okay. Scrollt es? Nein, okay. Was kriege ich denn da oben? Ich möchte da hoch. Was bist du denn? Spuckst du Feuer? Nö. Huh. Wieso komme ich da nirgendwo hoch? Wollen die mich trollen? Das geht. Ha! Nimm das, Maulwurf. Alles machbar, alles machbar. Nicht so wie andere Luftschiffe damals in den anderen Hacks. Soll ich hier runter? Da ist doch bestimmt ein Secret. Genau. Wunderbar. Oh Gott. Dreh dich. Schneller. Ist mir egal. Dreh dich. Spin. So. Ach, darauf kann man auch stehen. Ja gut, dann hätte ich hier das erste Power-Up auch bekommen. Das wusste ich nicht. So. Oh, oh. Schade. Ich dachte, ich könnte mich da noch durchretten. Kein. War das Gewitter? Okay. Ja, ja, werf deine Dinger. Ist mir egal. Ich geh runter. So, kommen wir jetzt ins Schiff. Ja, so ein bisschen ins Schiff. Okay, das ist echt. Da ist schon ein Checkpoint. Ich hoffe, der spuckt kein Feuer oder so. Ah, er kommt wieder hoch. Schieß nach links, schieß nach rechts, schieß nach links und gib mir ein Dings. Ein Power-Up. Begrüße ich sehr. So. Jetzt warten wir einmal. Nimm das, nimm das. Geht weiter und... Ah, schön. Schaffbare Level. Ach ja, euch kann man ja nicht rausziehen. Sonst würde man eure Beine sehen. Also so richtig. Ich glaube ja, diese Maulwürfe haben keine richtigen Beine. So. Oh, da ist ja noch so ein Ding, was von meinem Schalter hochgefahren wurde. Also runtergefahren. Getut und tut. Oh Gott. Okay. Nee, dich möchte ich nicht. Okay, das ist eine Stelle, die ist gemein. Vor allem, weil man die Schraubenschlüssel hier so doof sieht. Okay. Da möchte ich hoch. Den Schalter möchte ich wohl wieder drehen. Am besten nach ganz oben und los. Oh Gott. Oh Gott, einfach weiter. Da oben gab es bestimmt ein Secret, aber ist mega... Oh Gott. Ach du Kacke, wie gemein. Ja, und nur für Münzen mache ich das nicht. Ich möchte, glaube ich, in die Röhre rein. Kann das sein? Ja, möchte ich. Okay. Boss? What the fuck? Hallöchen. Ach so, ein Kampf. Okay, dann kann das ja schaffbar sein. Nein, er macht ihn kaputt. Ach so. Ja, das ist nämlich der letzte Junior-Bowser-Kampf. Da muss man nämlich so machen. Und wie awesome ist die Musik, bitte. Auch wenn sie gerade etwas laut ist. Okay. Einfach nur durchhalten. Auch wenn er jetzt so durch Feuer spuckt. Miau. Miau. Und
Bam, zweiter Treffer. Jetzt noch einen und dann haben wir es geschafft. Spuck Feuer, Kleiner. Ah, deine Flammen fackeln da alles ab, ne? Ja, okay. Ach du Fuck. Tot. Gewonnen. War das der Hack? Wenn ja, war's schön. Ich konnte einen Hack beenden. Das war so schön. Hallo, Peach. Hallo, hallo, hallo. Na? Nein, lass sie hier. Nein. Oh. Was ist das? Der Hack vorbei. Geht's noch weiter? Oder wie? Oder was? Oder was? Na? Was passiert jetzt? Geht der Hack noch weiter? Oh yes. Oder beendet der Hack sich gleich? Ich meine, das wäre sehr episch, wenn er da enden würde. Na? Komm, Überlänge! Ich will nicht noch ein Part machen und dann hinterher in dem Level getrollt werden. Vielleicht ist da hinten auch nur ein Thanks for Playing Schild drin, man weiß es nicht. Mal schauen. Kann er mir auch sein. Welt 8, Bowser Schloss. Kann natürlich jetzt nur ein Thanks for Playing Schild drin sein. Oder Hammerbrüder. Gut. Na gut. Machen wir das halt noch. Hab ich kein Problem mit. Gib mir den Pilz. So. Gehen wir mal rein. Hallöchen. Eieieiei. Ach ja, und ich komme in den Podobo rein. Welche Tür sollen wir nehmen? Ich weiß ja auch gar nicht, ob da irgendwas verändert wurde. Hallo Leben. Gehen wir in 3. Oder waren das verschiedene Wege zu Bowser? Ich habe keine Ahnung mehr. Gib mir den Puls. So. Oh, diese Podobos. Ich hasse sie. Ich werde sie auch immer hassen. Ohne Scheiß. Epischer Remix. Ist episch. So. Heieiei. Da ist ein Podobo. Hab ich gesehen. Sind hier zwei oder nur einer? Einer. Oh Gott. Nein. Okay, wir nehmen gleich eine andere Tür, habe ich mal so entschieden. Ich möchte das Schloss jetzt gerne noch abschließen. Wobei, das dauert bestimmt länger, ne? Ah, komm. Ich mache einen Cut. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal.